Ja, das war mein Gesicht, als ich mich mit SEO angefangen habe zu beschäftigen. Es gab ganz viele Buzzwords, Indexierung, On-Page, Off-Page. Ich hatte irgendwie alles schon mal irgendwo gehört, im Studium, auf Blogs, aber ich konnte es nicht so in ein Konzept bringen. Deshalb sind wir heute hier. Ich weiß, wir haben ein sehr diverses Publikum. Wir haben einerseits Personen, die sich nicht so stark mit SEO befasst haben. Für euch möchte ich, dass ihr die Grundprinzipien, die drei Säulen von SEO versteht. Dann haben wir aber auch Expertinnen und Experten. Für euch hoffe ich, dass ihr euch etwas mitnehmen könnt, wenn ich auf den Nähkästchen aus meinem Arbeitsalltag schwatze, zum Beispiel bei meinen Backlink-Taktiken. Und für uns alle, für alle zusammen, möchte ich, dass ihr wisst, dass Yoast zwar ein super Plugin ist, aber dass, wenn Yoast grün ist, dass es nicht heißt, dass ihr automatisch ranken werdet. Und wenn Yoast rot oder orange ist, heißt nicht, dass ihr nie ranken werdet. Und am Schluss hoffe ich, dass wir dann alle mit einem klaren Kopf und einem Lachen rausgehen. Und falls sonst dann noch Fragen sind, nehmen Daniela und ich und ganz viele andere Expertinnen und Experten beim Apro hier, um noch Einzelheiten und Fragen zu klären. Willst du noch kurz sagen? Gut, danke. Ich bin Corina Holzer. Ich habe so ein bisschen zwei Hüte auf. Einerseits leite ich Digital Analytics und SEO bei Credit Suisse Asset Management und andererseits arbeite ich jeweils freitags als freie SEO-Beraterin. Einfach kurz, SEO, was wir heute sprechen. Wenn ihr auf Google eine Suchanfrage eingibt, wie zum Beispiel hier WordPress-Agentur in Zürich, dann erscheinen oft oben solche Einträge, die einen kleinen Sponsored Tag haben. Das ist Google Ads, das sind bezahlte Suchen. Um das geht es heute nicht. Wir sprechen um das, was unten kommt, SEO. Da kommt ihr normalerweise nicht mit Geld hin oder ihr bezahlt Geld an eine SEO-Beraterin. Und genau um das geht es. SEO ist, kann man also in vier, in drei Säulen teilen. Wir haben einerseits On-Page, dann haben wir das Technische und dann haben wir Off-Page. On-Page geht es um den Inhalt, um das geschriebene Wort, was auf eurer Webseite ist. Beim Technischen schauen wir heute Seitenladegeschwindigkeit und die Indexierung an. Und Off-Page ist alles, was außerhalb des Universums eurer Webseite passiert. Fangen wir bei On-Page an. Ich möchte mit euch diese sechs Punkte anschauen. Und es wird auch der größte Teil der Präsentation sein, denn meiner Meinung nach kann man, wenn man gutes On-Page macht, ist dort wieder der größte Hebel, insbesondere bei kleineren Webseiten. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr hilfreichen Inhalt habt oder dass ihr Inhalt habt auf eurer Webseite. Gerade vor drei Wochen hat mir ein Kumpel ein WhatsApp geschrieben und gesagt, ey Corina, unsere Webseite rankt nicht für Mediaagentur Barcelona, kannst du mal anschauen. Und ich bin dann auf die Webseite, es waren fünf Pages und alle hatten so 20 bis 30 Wörter. Mit sowas wird es einfach mega schwierig zu ranken, da kann die Seite noch so schnell sein, ihr könnt noch so viele Backlinks haben, ihr braucht Content. Aber ja, eben Content, was für Content? Ich sage immer hilfreichen Content. Was ist ein hilfreicher Content? Es ist, wenn ihr ein Bedürfnis oder ein Problem eures Users löst. Also ihr könnt zum Beispiel, vielleicht habt ihr, wenn ihr eine WordPress-Agentur gemacht habt, habt ihr mal eine Case-Study gemacht über fünf verschiedene WordPress-Teams. Dann könnt ihr das zum Beispiel hochladen, einen Blogartikel verfassen. Und das ist dann eine gute Hilfestellung für den User, der das sucht. Daniela kommt nachher, sie wird mir widersprechen, sie sagt, Blogs braucht niemand. Das ist so schön, dass ich hier Trial Run hören konnte und dass wir uns auch manchmal gerne widersprechen. Dann, genau, wie kommt man dann so auf die Idee von einem Hilf? Ja, das ist Schluss. War jemand der hilfreichen Content? Das erste Tool, das wichtigste Tool für Keyword-Recherche, das ist, kostet keine Subscription Rate, das ist euer Hirn.
Versetzt euch in die Schuhe eines Kunden oder einer Kundin. Was würde sie suchen, wenn sie WordPress-Agentur, wenn sie euren Service wollte wie eine WordPress-Agentur in Zürich? Genau, wahrscheinlich würde sie WordPress-Developer Zürich oder WordPress-Agentur Zürich suchen. Nun, diese Keywörter, das sind sogenannte Money-Keywörter, das heißt, die sind sehr nah am Kaufentscheid, die sind relativ stark umkämpft und wenn ihr jetzt eine frische Webseite habt, wird es schwierig dafür zu ranken. Man hat es auch gesehen, am Anfang beim Printscreen gab es viele Paid Ads, das heißt, die Leute bezahlen für dieses Keyword, das heißt, eben, es ist eigentlich stark kompetitiv. Ihr könnt dann quasi wie euch entscheiden, was ihr macht. Ihr könnt in die Nische gehen, ihr könnt sagen, gut, ich mache jetzt WordPress-Webseite für Friseure, ich mache WordPress-Webseiten für HandwerkerInnen. Dort ist die Konkurrenz wahrscheinlich noch nicht so hoch. Oder ihr könnt auf einen bestimmten Service gehen, wie zum Beispiel WordPress-Beratungsstunde in Zürich. Einfach, dass ihr dann wirklich auf einen Service geht, was noch nicht so viel Konkurrenz hat. Oder ihr könnt im Kaufentscheid-Funnel wie einen Schritt höher gehen und euch überlegen, eine Person, die wahrscheinlich bald eine WordPress-Agentur beauftragen würde, was würde sie suchen? Vielleicht wäre das Briefing-Formular für Webseite oder WordPress-Agentur-Erfahrung etc. Wenn ihr nochmals einen Schritt höher im Funnel geht, dann könnt ihr euch überlegen, was würde jemand suchen, der noch nicht weiß, dass er bald eine WordPress-Agentur sucht. Das könnte einfach zum Beispiel ein Problem sein, das eine Person hat. Ich wäre so ein typischer Kunde, ich habe eine Seite und ich möchte immer noch alles selbst machen, aber es wäre wahrscheinlich intelligenter, wenn ich jemanden bezahlen würde für meine WordPress-Webseite. Und ich habe zum Beispiel letztens gesucht, wie erstelle ich eine Staging-Umgebung von meiner Webseite. Ich bin dann auf einen Hilfeartikel von der Agentur in Berlin gekommen, die das eigentlich sehr gut dann erklärt hat. Und ich habe dann auch geschaut, wer ist hinter dieser Agentur etc. Der Artikel ist bei mir jetzt in den Favoriten und wenn ich dann mal einen Service buche, dann habe ich sie noch im Hinterkopf und werde sie dann vielleicht beauftragen. Wenn ihr fertig seid mit dem Brainstorming, dann finde ich gerade für diesen obersten Funnel-Step finde ich Foren auch sehr gut für Ideen. Ihr könnt auch auf WordPress-Foren schauen, was suchen denn so die Leute, was haben sie für Probleme. Zum Beispiel auch Facebook-Gruppen, es gibt eine WordPress-Facebook-Gruppe, wo immer wieder Probleme diskutiert werden. Oder vielleicht auch im WordPress Zürich, WordPress Switzerland Slack, da gibt es manchmal auch Probleme, User-Probleme, wo man sich inspirieren lassen kann. All diese Ideen, die schreibe ich dann einfach immer in ein Excel, schreibe sie einfach runter und dann im letzten Schritt kommen wir dann zum Keyword-Tool, wo man das dann priorisieren kann. Die Search Console ist auch eigentlich eine Goldgrube für Keyword-Ideen. Die Search Console, wahrscheinlich kennen es die meisten von euch, kann man mit der Webseite verbinden und Search Console macht ganz viele Sachen, ist ein Schweizer Sackmesser, aber unter anderem kann man auch schauen, für welche Begriffe eure Webseite erscheint. Und ihr wisst ja selbst, dass ihr so viel Content habt und dann seht ihr vielleicht Begriffe, wo ihr noch keinen Content habt dazu. Und insbesondere, wenn diese Begriffe viele Impressions haben, dann heißt das, dass diesem Keyword eigentlich Traction ist, also dass die Leute das suchen. Ich habe jetzt einfach ein Printscreen von meiner Seite genommen und sehe hier, dass Sample Website Audit Report oft gesucht wird. Ich habe ja einfach keinen Sample Website Audit Report auf meiner Webseite. Das heißt für mich, ich habe ein SEO Audit Template auf der Webseite. Das heißt jetzt, ein Website Audit wäre jetzt ein Keyword, wo ich Inhalte kreieren könnte. Und dann ja, würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Potenzial ist da. Genau, all diese Ideen im Excel, nachher kann man das mit einem Keyword-Tool kann man das Volumen überprüfen. Ich zeige euch nachher, es gibt verschiedene Arten von Keyword-Tool. Ich habe jetzt einfach das Gratis-Tool genommen, weil ich euch zeigen möchte, dass man nicht unbedingt viel Geld braucht für teure Tools, um SEO zu machen.
Das ist jetzt Ahrefs, die Gratis-Version. Da könnt ihr einfach das Keyword reingeben und dann seht ihr das Buchsuchvolumen. Jetzt noch was zurück zum Staging-Beispiel. Hier gibt es 10 Volumen pro Monat. Denkt ihr jetzt wahrscheinlich, ja, nicht so viel. Aber für den Schweizer Markt sage ich immer, go for it. Weil die Suchvolumen im Schweizer Markt sind relativ tief. Und für 10 würde ich schon schreiben. Und ich sage auch immer, nehmt es als Indikator. Es ist nicht die absolute Wahrheit. Es kann auch sein, ich habe letztens für ein Keyword geschrieben, das ein Null hatte und trotzdem kriege ich jetzt immer schön Traffic. Also es ist wirklich einfach ein Indikator. Das ist das Gratis-Tool. Dann gibt es verschiedene Tools. Bei den teuren Tools, SEO Ranking oder Ahrefs, kann man halt dann Bulk-Upload machen, alle Keywords rein und dann kriegt man die Suchvolumen etc. Kann es exportieren und dann in Excel dann sei sich den Plan machen, für was man schreiben möchte. Wenn ihr dann so ein Keyword habt, was macht ihr dann damit? Es gibt ein paar Orte, wo es sich empfiehlt, dieses Keyword einzufüllen. Das ist einerseits bei der URL. Dort ist es auch wichtig, dass es so eine sogenannte sprechende URL ist, also eine, die man lesen kann, dass es nicht heißt Post 122, sondern dass dann eben steht hier WordPress Agentur Zürich. Dann empfiehlt es sich auch in der H1, im Titel, das Keyword einzufügen, im Fließtext und in den Metas. Wir kommen gleich darauf zurück, was die Metas sind. Wenn das Bild, der Alltag ist eigentlich so, ist das, was die Suchmaschine, die sieht nicht, oder Google Potter sieht nicht, der crawlt sich durch das Web, scannt den Text und für ein Bild liest er den Alltag. Und das Keyword kann auch im Alltag kommen, wenn es passt. Also der Alltag sollte eigentlich so sein, dass wenn man es eben nicht sieht, wie man das Bild beschreiben würde. Und man soll jetzt nicht einfach das Keyword da rein kopieren, wenn es nicht stimmt, sondern es muss schon dem Bild entsprechen. Genau, das wäre jetzt hier ein Bild und jetzt würde ich gerne mit euch eine Übung machen. Was wäre jetzt der Alltag für dieses Bild? Papagei. Sorry? Ganz gut. Sie hat Papagei gesagt und ich würde WordPress Papagei sagen. Ja. Hätte ich auch so etwa gesagt, farbiger Papagei vor WordPress Look, genau. Im Gutenberg Editor markiert ihr einfach das Bild und fügt dann rechts den Alltag rein. Die Metas. Manchmal werden die Metas so als Synonym für SEO verwendet, aber ihr wisst ja, SEO, 3 Säulen, sind noch bei der ersten. Das ist, was erscheint auf der Suchresultate-Seite, auf der SERP, wenn eure Seite erscheint. Ihr könnt es unten, ganz unten beim Gutenberg-Editor dann dort eingeben, beim Yoast-Plugin. Und es ist aber so, dass ihr das Google vor 1-2 Jahren angefangen habt, eure Metas zu überschreiben. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Seite erscheint und es ist nicht die Meta, die ihr eingepflegt habt, dann müsst ihr nicht irritiert sein, das ist normal. Google passt sie manchmal auf die Suchabfrage des Users an. Faustregel ist der Titel 50 bis 60 Zeichen, die Description so 155 Zeichen und ich habe so für mich die Formel entwickelt, dass ich versuche, eben das Problem des Users zu widerspiegeln. Hier geht es jetzt um SEO. Wie schreibt man für SEO? Dann würde ich sagen, okay, du bist neu im Web-Content-Writing. Dann versuche ich die Lösung, den User abzuholen und sagen, hey, kein Problem, ich hab eine Hilfe für dich. Und dann am Schluss den Call to Action zur Website, komm rüber, klick through. Hast du schon mal eine Studie gemacht, wie man Google dazu überlegen kann, die Beschreibung zu verwenden? Oder andersrum gefragt? Wenn man Fragen am Schluss machen, sonst vielleicht. Okay, sonst ist es ja gleich. Ja, gerne am Schluss. Unten
gefunden, der Metaset dieses SEO-Analysis. Das ist jetzt ein Artikel von mir, da war dieses SEO-Analysis orange. Aber mein Artikel, der rankt eigentlich wunderbar. Deshalb, das ist auch einer der drei Takeaways, mein Takeaway ist, dass ihr die drei Säulen kennt. Und das wäre die vierte Säule. Es ist wirklich nicht schlimm, wenn es orange ist. Yoast geht einfach so ein Set von Fragen durch und macht dann entweder den Icon grün oder orange oder rot. Jetzt hier eben orange. Mein Artikel war wahrscheinlich zu kurz. Ich habe vielleicht nicht das richtige Keyword am Anfang des Texts etc. Das sind alles gute Indikatoren. Aber ich kann immer noch selbst, ich entscheide immer noch selbst, was ich jetzt von dem anpassen möchte und was nicht. Und das möchte ich auch euch mitgeben. Das heißt, klar, viel Content ist wichtig, aber ihr müsst den Content nicht unbedingt super, super lang machen, nur dass die Ampel auf grün ändert. Es ist einfach wichtig, dass ihr genügend schreibt, dass das Problem des Users gelöst wird. Genau, das war's zum Content, zum On-Page. Jetzt kommen wir zum technischen Bereich. Wird kürzer sein. Ich möchte euch die Indexierung und die Seitenladegeschwindigkeit anschauen. Die Indexierung ist, dass eure Seite überhaupt ranken kann. Also Googlebot muss eure Seite gecrawlt haben und dann einen Index haben, damit sie überhaupt erscheint. Und bei WordPress gibt es, was ganz super wichtig ist, das manchmal passiert, ist, dass man das Discouraged Search and Item Indexing vergisst zu anticken. Das ist passiert manchmal, wenn man die Webseite entwickelt und nur möchte, dass sie unter den URL ersichtlich ist für den Kunden oder die Kundin. Und dann ist das Projekt fertig, man übergibt es und man hat vielleicht vergessen, das Häkchen herauszunehmen. Genau, das ist das eine. Und dann, wenn ihr überprüfen wollt, wie jetzt eure Webseite, ob die jetzt gut indexiert ist, gibt es eigentlich zwei Methoden. Bei kleineren Webseiten, vielleicht so 10 bis 20 Seiten, wo ihr noch so ein bisschen im Kopf wisst, wie viele Seiten ihr habt, könnt ihr Site.punkt und dann eure URL eingeben. Und dann gibt es eine Google-Suchresultate-Seite nur mit euren Seiten. Und dann seht ihr ein bisschen, okay, die Hälfte ist nicht da, da muss ich mal schauen. Dann würdet ihr in die Search Console gehen, um zu schauen, was da los ist. Aber auch allgemein bei größeren Webseiten, Search Console geht ihr unter Indexing Pages und dann seht ihr, welche Seiten von euch nicht indexiert sind. Das sind die grauen, da könnt ihr dann draufklicken und dann die URL für URL überprüfen. Oft sind es irgendwelche logistische Seiten, wie zum Beispiel Newsletter-Anmeldung oder ein Tag auf einem WordPress-Blog, die nicht indexiert sind. Und das ist ja egal. Aber sobald es irgendwelche Money-Pages sind oder allgemein Blogartikel, die ihr geschrieben habt, die nicht drin sind, dann ist das nicht gut. Dann könnt ihr oben bei Search Console die URL eingeben und dann die Indexierung beantragen. Zweiter Punkt im technischen Bereich, das sind die Plugins, das ist die Seitenladegeschwindigkeit. Ich sage immer, geht bitte alle Plugins durch und schaut, welche das ihr noch braucht und welche das nicht mehr braucht. Macht vorher bitte ein Backup und dann kann man das, was ihr nicht mehr braucht, anfangen, Schritt für Schritt zu entfernen. Dann, wenn ihr mal eure Seite testen möchtet, wie gut sie eigentlich ist, wie schnell sie ist, gibt es von Google PageSpeed WebDev. Da könnt ihr eure URL eingeben und dann gibt es zwischen 0 und 100 ein Resultat, wo ihr dann seht, wie schnell oder wie gut sie ist. Und dann könnt ihr draufklicken und Google gibt euch dann auch unten Indikatoren, was nicht ganz gut ist und auch immer gerade super mit einem Hilfeartikel verbunden. Da sind wir bei der dritten Säule vom Haus, Off-Page. Das ist alles, was außerhalb eurer Webseite ist. Das können Mentions sein, also Erwähnungen oder Links. Und es ist ein bisschen so ein heiß diskutiertes Thema in der SEO-Szene. Backlinks bringt es noch was, bringt es nichts mehr. Wahrscheinlich gibt es jetzt schon 5 Artikel über Backlinks 2024. Is it dead or not? Ich finde, es bringt immer noch was. Ich habe dann vor 2 Jahren mal einen Test gemacht bei meiner Seite, habe 3 Tage investiert, wo ich wirklich gezielt Backlinks Position gemacht habe
Und das war Ende Mai und nachher gingen die Impressions hoch und somit war eigentlich für mich das Thema erledigt. Und ich finde, das ist jetzt wichtig und ich mache das gelegentlich immer noch. Was ich bei mir gemacht habe, das ist einerseits, habe ich Rezensionen abgegeben. Also ich bin so meine Tools-Liste durchgegangen und habe geschaut, okay, welches Tool finde ich super, würde ich allen empfehlen. Und habe die dann gezielt angeschrieben und gefragt, ob sie ein Testimonial möchten mit einem Link zu meiner Seite. Also das habe ich natürlich nicht so gesagt, ich habe gefragt, ob sie ein Testimonial möchten. Und dann, als das Testimonial da war, gefragt, irgendeinen Link. Dann das andere sind existierende Beiträge bei euch oder Zitate verlinken lassen. Vielleicht wart ihr mal in der Zeitung oder irgendwo und dann einfach die gezielt anschreiben und fragen, ob man eure Seite verlinken lassen kann. Und das letzte, und somit schließt sich der Kreis zum Anfang, das ist hilfreicher Inhalt machen. Genau, also ich hatte so einen How-To-Artikel zum Beispiel, der kam dann schon, wurde dann schon gerankt, aber der wurde dann aufgenommen und in Foren weiterempfohlen und dann gab es von dort Links und dann hat es dort wieder jemand gesehen, es wird wie so ein Schneeballsystem, hat funktioniert und das andere ist über Social Media teilen, wenn ihr einen guten Artikel, also ihr macht ja alle nur gute Artikel, glaube, die kann man auch so auf Social Media teilen und dann sieht es jemand, bei mir, dann kam es in einem Newsletter. Dann dieser Newsletter wurde vom Ahrefs-Blog aufgenommen. Und also Ahrefs ist ein SEO-Blog mit einer sehr hohen Domain-Authority, einer sehr hohen Autorität. Und dann haben die auf mich verlinkt. Und so einen großen Link mit einer hohen Domain-Authority, das macht schon einen Unterschied. Wenn ihr einen DA80-Link kriegt, dann gehen nachher die Impressions, die man sieht, in den Rankings. Ja, somit hätten wir das Haus fertig gebaut. Wir haben On-Page, technisch und Off-Page. Das Ding ist, dass über dieses Haus manchmal ein Sturm kommt. Das heißt Google Algorithms Update. Und da ist es gut, wenn man weiß, wo man sich hinwenden muss. Und ich weiß, für euch ist SEO einfach wahrscheinlich ein ganz kleiner Teil in sehr vielen Aufgaben. Deshalb empfehle ich euch nur ganz wenige Personen, diese drei Personen. Sarah Munkan, sie ist hier und lieb. Sie schreibt oft über Aktualitäten aus dem SEO-Bereich, über Updates. Munze Gano auch und Gabi Troxler auch. Sie geben euch immer super hilfreiche Tipps. Und wenn ihr Lust habt auf einen Newsletter, dann kann ich SEO-Tech-Tipp von Nikki Halliwell empfehlen. Kommt einmal pro Woche am Sonntag und ist immer ein Tipp und ein Recap, was in der Woche passiert ist. Und ich finde es super und ich finde es auch massiv, dass alle hier, bin ich massiv unterbewertet. Das ist ein sehr qualitativ, sehr guter Inhalt. Alle Links, die ich unten erwähnt habe, die gibt es, wenn ihr den QR-Code scannt, auf der Webseite und auch die Slides. Und ich war Corinna und ja, freue mich jetzt auf die Fragen, Martin.